Und mal wieder herzlich willkommen zurück. Ja, anscheinend wurden ein paar Updates gemacht, weil wir haben hier keine Meldung mehr. Also ich habe das nicht manuell gemacht. Und es hat hier irgendwie ein bisschen was zerschossen. Die Regale, also die hier Disc Racks und das hier, das ist... Die haben einen Glowstone geklaut. Das finde ich nicht gut. Ich muss dann wohl mal ein bisschen durch die Welt laufen erstmal und gucken, dass nichts, dass nicht noch mehr kaputt ist. Warum geht das... Huch. Ja, und da waren auch die Discs weg. Bing, bing. Und bing und bing. Ist mir dann erstmal egal, auf welcher Ebene die sind. Ja, habe ich denn... Ich müsste noch hier... Genau, Glowstone. Fülle ich halt wieder rein. Ah, Gott sei Dank. Hat's nicht geklaut. Ich krieg's wieder, wenn ich's wieder reinlege. Gut, 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 gut. Aber muss ich trotzdem mal gucken. Hier waren auch so, natürlich. Hier. Hier ist drin. Alles klar. Ups. So. Ja, ich gehe jetzt erstmal gucken. Nicht, dass hier noch mehr kaputt ist. Es wäre nicht sehr schön. So. Hatte ich hier eigentlich noch irgendwas Besonderes, was eventuell kaputt sein könnte? Hier hatte ich, glaube ich, nur die normalen Fackeln. Jo. Da hatte ich nicht die Laternen. Jo, was ich jetzt in dieser Folge machen wollte, wäre einerseits die Schmiede schon mal ein bisschen einrichten. Und andererseits wollte ich mal gucken wegen dem Gasthaus. Das steht ja auch noch aus. Wobei wir da erstmal noch ein bisschen Holz machen müssen. Ah. Und wie angekündigt, davon brauchen wir ein bisschen was. Ein bisschen was viel. Ah, ja, hatte ich... Wollte ich eigentlich noch mit Stroh was einrichten? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wir sind wieder hungrig, deswegen wird erstmal nochmal ein Cheeseburger reingepfiffen. Nom, nom, nom. Und bevor ich es vergesse... Haha, ich wollte ein kleines Live-Let's Play machen, wo ich auch gerade drin bin. Und da muss ich den Timer nochmal extra machen. Da muss ich mal hier mein Tablet einer nicht näher erläuterten Firma mal rausholen und eine Stoppuhr anmachen. Stopwatch, Start. Wunderbar. Weil ich kenne mich, sonst überziehe ich länger als sonst immer. Und das, muss nicht sein. So. Aber ansonsten sieht hier eigentlich alles gut aus. Die Lampen gehen. Ja, und in der Schmiede. Hier sieht es ja noch leicht leer aus. Und ich wollte ja hier praktisch den Wohnbereich des guten Schmiedes hinmachen. Da werde ich wahrscheinlich, da wir hier nochmal so ein schönes hohes Dach haben, werde ich hier nochmal eine Ebene zwischenziehen, dass wir da oben praktisch den Schlafraum machen. Und hier unten dann praktisch noch so ein paar Regale als Lager und eine Küche und so weiter. Und hier dann mache ich so eine kleine Theke hin und ansonsten Verkaufsraum. Da muss ich jetzt allerdings mal gucken. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der ganze Kram ging. Es gab ja die Armor-Ständer. Armor-Rack. Genau, da oben haben wir es. Armor-Stand. Brauchen wir Slabs und Eisen. Das kriegen wir gerade noch so hin. Eisen habe ich. Habe ich denn noch gebrannten Stein? Ja, ein bisschen. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Und den Crafting Table kann ich eigentlich auch irgendwie hier hin machen, dass ich das so in die Theke ein bisschen einbind. Apropos, habe ich da noch? Da habe ich noch. Wunderbar. Oh, ja, Shift. So. Flup, flup. Und wo stellen wir denn die Armor Stands hin, wenn es denn soweit ist? Erstmal muss ich sie craften. Ach, das ist recht dicke. So. Können wir 4 Stück machen. So. Plupp. So, machen wir die hier hin oder machen wir die hier an Eingang? Eigentlich kann ich die hier einen Eingang machen. Hier so eine Reihe. Zack, zack. Hey. Ich will es nicht direkt an die Tür machen.
Nochmal. Nee, hier kann ich keinen Sinn machen. Da ist. Kommt die Klappe hin. Mach ich halt hier noch eins hin. So. Haben wir hier so ein paar Rüstungsständer. Muss ich mal schauen. Wie gingen denn nochmal die Schwertständer? Da heißen die. Genau da, genau da, 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 da. Sword Pedestal. Da brauchen wir auch die Slabs und Wolle. Habe ich denn noch Wolle? Ich habe noch Wolle, gut. Aber keine gefärbte. Wobei ist ja auch wurscht, die können ruhig weiß da dieses Ornament haben. Jetzt habe ich nur die ganzen Slabs verballert. Na toll. Flupp. Machen wir hier noch zwei Stück von. Moment. So war's, genau. Bing. Und, boah, wo stelle ich die hin? Vielleicht hier nebendran. So und so. Und hier können wir so ein paar Tool-Regale machen. Ist die Frage, welche? Da gab es ja mehrere. Rack. Stimmt, die Dinger, die wo man. Ja, die hatten wir auch in der Jagdhütte. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nichts. Gibt es noch irgendwie ein Shelf? Ja, das sind aber Potion Shelves. Die haben nichts hier zu suchen. Das hier sind aber normale, glaube ich. Kann man die machen? Okay, das kriegen wir auch hin. Ein bisschen Holz, flupp. Und zack und zack. Huch. Moment, das war. War das so? Jawohl. Gut. Passen die hier irgendwo gut hin? Wahrscheinlich die Wände hier am besten für geeignet. Ja. Ja, hier können wir dann eine Wand hier mitmachen und dann vielleicht die andere Wand mit diesen anderen Racks da. Ich glaube, das kann man machen. 1, 2, 3, 4. Flupp und flupp. Ich weiß nicht, wie viel ich da machen soll. Wie hoch das dann hoch. Shelfception. Das wollte ich nicht. Ich wollte das so machen. Eigentlich könnte man dann noch eins drüber machen, oder? Ja, machen wir noch eins drüber. Nein, nicht so. Hey. Spiel. So nicht, ne? Zack und zack. Dann haben wir noch zwei. Bing bong. Dann haben wir hier ein Regal. Da kann man dann irgendwelche Tools reinlegen. Da haben wir ja noch genug. Dann machen wir hier von den anderen. Wie gehen die denn? Wir haben ein Rack. Oh, da brauche ich sogar Eisen für. Sehr teuer. Aber Eisen haben wir ja noch ein bisschen. Zwar nicht mehr so viel, aber ein bisschen noch. So, so. Und ein paar davon. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel ich brauche. Das ist sehr tolles. Vier kriege ich draus. Mache ich so. Und hier unten kann ich eigentlich noch was anderes hinmachen. Dann mache ich hier noch einen Drawer. Wie ging die nochmal? Ich kann die ganzen Rezepte nicht mehr. Drawer, Drawer, Drawer. So. Vier Truhen. Naja, stimmt, sind ja die vierfachen. Hab ich da nicht noch welche, dass ich da nicht nochmal machen muss? Ich glaube, ich hatte da noch. Mal schnell rüberlaufen, in unsere Krimskramstruhe gucken gehen. Ich will da nicht vier von machen. Eins reicht. Ich habe ja noch eins im Inventar. Das hatte ich irgendwo aus einer anderen Bude rausgenommen. Weil normalerweise müssten wir da noch welche haben. So. Und Trommelwirbel. Nö. Was habe ich mit denen gemacht? Ich habe doch noch nie im Leben vier Stück irgendwo hingestellt. Hier steht, glaube ich, noch einer. Nee, das sind aber andere. Hä? Wo habe ich die denn? Im anderen Haus? Ach, hier steht noch eins. Hier steht noch eins. Das wären drei.
Ja, dann habe ich wahrscheinlich in dem anderen Haus noch einen. Nee, Quatsch. Oben war gar keins davon, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, hier waren nur die mit zwei Regalen. Hier zwei von denen. Wo sind die anderen beiden? Eins habe ich im Inventar, das wären drei. Irgendwo muss noch eins sein. Irgendwo. Ich glaube, das habe ich hier stehen. Oder? Oder. Nö. Ach, egal. Habe ich das hier drin? Nee. Egal, muss ich halt bei dir machen. Aber dann sieht es da nicht so langweilig aus. Mal ein bisschen Abwechslung. Dann stehen halt auch die dünnen Regale auf ein paar breiteren. Ist dann etwas stabiler wirkend. Wobei, wo ich schon mal hier bin, kann ich auch gerade schon mal die Werkzeuge mitnehmen, die sich in der anderen Truhe da stapeln mittlerweile. Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen Platz. Ich meine, das hier ist ja langsam nicht mehr schön. So, das kann alles darüber. Die ganzen Rüstungen auch. Hab jetzt schon keinen Platz mehr, na toll. Kann ich noch. Hey, nein, Spiel, nicht abschmieren. Nicht abschmieren, bitte. Es ist abgeschmiert. Na toll. Einen Moment. So, da wären wir wieder. Ich wurde gerade ein bisschen zurückgesetzt. Ich hoffe, das klappt jetzt nochmal. So. Ich habe mir Kram geholt und wollte den rüber zur Schmiede schleppen. Genau. Habe ich nicht letztens erst den ganzen Kram erst aus dem Rucksack rausgenommen? Ich glaube schon, aber egal. Jetzt bekommt es einen besseren Platz. So, die Hose kann er noch rüber. Die Sattel kann ich da eigentlich auch rüberpacken. Das passt thematisch eigentlich schon. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal rüber. Dann machen wir noch von den Regalen. Werfen da ein bisschen Krimskrams in die Regale. Und, jo. Ich gucke aber, dass ich da nur den intakten Kram ausstelle, sage ich mal. Ich wollte ja noch in dem Wohnraum noch ein paar Truhen hinmachen. Da kommt dann der ganze Krimskrams rein. Die ganzen verzauberten Sachen von den Monstern, die man sowieso nie verwenden wird, aber irgendwie auch nicht wegwerfen will. Ja, ich bin Messi in Spielen, ich weiß. Aber das kann man dann so machen. So. Habe ich denn ein komplett intaktes Rüstungsset? Intakt, intakt. Eine Mütze. Und das ist schon fertig. Gut. Dann können wir das hier in einen Rüstungsständer packen. So. Machen wir hier die Eisenrüst. Oder. Ja, keine Ahnung, machen wir hier hin. Flup, flup, flup und flup. Weil die hier schon mal ausgestellt. Die Sättel kann man. Das Regal hier reinlegen. Flup, flup, flup. Das sieht auch ganz gut aus. So, und ich wollte genau noch eins davon machen. Zack. So, ich habe Truhen gebraucht. Vier Stück. Hat gerade so nicht gereicht. Machen wir noch eine. Flup. Habe ich Slabs gebraucht? Ich glaube nicht. Das war dann so, genau. Sehr schön. So, dann kommst du noch dahin. Dann mache ich mir den restlichen drei. Keine Ahnung. Passt hier nicht wirklich jetzt noch hin. Was ich glaube ich auch mache, weil die Decke sieht hier so chaotisch aus. Hier muss ich sowieso noch zumachen. Ich glaube, ich mache hier noch Balken rüber, oder? Sowas hier. Und so. Sieht, glaube ich, ein bisschen, ich sag mal, dynamischer aus. Nicht so eine große leere Halle. So was hier. Ja, kann man machen. Gut. Und wir hatten noch jede Menge anderen Kram. Was kann alles weg? Die ganzen. Wobei, eine behalte ich dann mal.
Ich behalte die Eisen. Ich meine, was soll ich mit Gold, hier mit Goldhose. Ah, dann kann das hier einfach so rein und die Diamanten noch dazu. So. Dann, was haben wir noch? Was kann weg? Wobei, das werde ich benutzen. Die Spitzhacke hier, die kann auch hier irgendwo noch mit dazu. So. Der Rest wird eigentlich benutzt. Das hier mache ich noch kaputt. Das lohnt sich nicht, hier noch aufzubewahren. Das Schwert genauso. Die Spitzhacke werfe ich dann hinten irgendwo in eine Truhe rein. Flintenstiel behalte ich auch mal noch im Inventar. Das kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Jo, ansonsten war es das eigentlich. Jeder Kram kommt, wie gesagt, in Kisten. So, dann apropos Kisten. Ich wollte ja hier noch ein Stockwerk draufzimmern. Da brauche ich noch ein paar Slabs. So. So. Und die hier. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe da noch ein bisschen rumprobiert am Anfang. Deswegen weiß ich, dass wir es am besten so machen. Weil wir sonst da oben wegen der Decke nicht hochkommen. Dann hier du weg. Habe ich noch? Zwei. Na toll. Das ist super. Ja, dann mache ich hier zu. Hier jetzt einfach so mit einem Raum, mit einem Abstand, so ein Ding. Dann können wir auch hier so die Küche ein bisschen reinmachen. Okay, ich brauche noch Leitern. Habe ich da noch? Zwei Stück. Warum habe ich immer nur so Popelmengen? Damit kannst du ja nichts mehr anfangen. Hey, und mein Holz ist gleich wieder. Hatte ich nicht noch fast einen Stick am Anfang? Ich glaube schon. Ja, kennen wir ja mittlerweile. So. Passt nix. So und so. Drei müssten sogar reichen, oder? Passt perfekt. Haben wir gar keinen Rest über. Wunderbar. So, und dann praktisch hier zu. Da kommt dann das Schlafzimmer hin. Und zack. Da oben mache ich auch mal noch gerade zu. Habe ich denn noch Erde für einen kleinen Fahrstuhl? Hier. Jawohl, ja. Wunderschön. Und ich muss auch mal gucken, wie ich das mit den Setzlingen mache. Gut, dann machen wir hier zu. Da kommt das Licht schon durch. So, so. Und dann den hier. Zack. Und noch mehr Holz. Und so. Dann haben wir hier dicht. Sehr gut. Wisst ihr was? Eigentlich könnten wir hier auch noch das weiterziehen. Erst muss ich gleich mal noch Holz machen. Verdammt. Aber das war hier auch noch zu machen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Dichter. So. Das war weg. Und ja, das war praktisch hier dann noch weiterziehen. Das war nicht besonders viel Platz, aber vielleicht so ein paar Regale dann. Ich weiß nicht, sieht es ein bisschen wohnlicher aus, glaube ich. So, ich müsste auch noch von den Barriers haben, genau. So, dann kommt das praktisch hier so drauf. Dich mache ich auch ein bisschen anders. Den Hammer. Da. So. Weil, wenn hier überhaupt kein Pfosten dazwischen ist, sieht das immer ein bisschen komisch aus. Hier ein, ups, falscher Knopf. So. Genau. Alles klar. Aber ich brauche noch mehr Holz. Brauchen wir zwar sowieso, aber ich hatte gehofft, dass wir die Schmiede zumindest noch halbwegs eingerichtet bekommen, bevor ich nochmal losziehen muss. Aber war wohl nix. Ach, und das reicht natürlich auch so nicht. Und nochmal. So. Und dich dahin.
Was ist denn hier los? Warum ist das anders beleuchtet? Keine Ahnung. Hier ist alles dicht. Egal. Können wir hier schon mal das richtige Holz reinsetzen. Zumindest soweit es geht. Fehlt natürlich Nummer 1. Wunderschön. Aber gut, dann müssen wir erstmal nochmal Holz holen gehen. Dann können wir gerade die Axt hier noch kaputt machen. Und ich muss mal nochmal hier ein bisschen wegräumen. Das kann nochmal weg. Dich kann ich nochmal wegpacken. Den Sand. Das Getreide packe ich auch mal kurzfristig hier rein. Und ich hatte noch jede Menge Slabs. Och. Hey, egal. Jetzt haben wir noch mehr. So, euch brauche ich glaube ich nicht mehr. Und dann haben wir Platz. Dann können wir Holz holen gehen. Eine Tür bräuchte ich noch. Nein, ich hab kein Holz mehr. Da ist ja was, ne? Ich hoffe nur, wir haben nochmal ein paar Bäume. Ich habe keine Lust, nochmal hier mit Knochenmehl rangehen zu müssen. Wir sind jetzt eigentlich... Okay, Rüstung ist noch intakt. Ich bin aber ein bisschen paranoid, weil... Man kriegt ja keine Vorwarnung, dass die kaputt geht. Die ist dann halt irgendwann einfach weg. Und das ist ja die gute. Die will ich dann doch lieber reparieren und behalten. Ansonsten wäre das ein bisschen dämlich. So. Na, wobei wir gehen in der Jägerhütte schlafen. Hier ist ja noch halbwegs beleuchtet. Passt ja. Oh, ich sehe jetzt aber hier in der Stream-Vorschau. Ist doch arg dunkel im Vergleich zu meinem Spiel. Aber ich hoffe, das geht bei euch. Ich laufe ja nicht lange hier rum. Und hab hoch. Und ab ins Bett. Ah, habe ich hier vielleicht noch eins von den Dingern hingestellt. Hier, das ist auch wieder eins mit zwei. Das sind die Bücherregale. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hingeballert habe. Habe ich es verbrannt oder so? Könnte auch sein. Würde ich mir zutrauen. Ist ja aber wurscht. Es sind einige gewachsen. Und wir haben wieder jede Menge Setzlinge, die da eigentlich nicht sein sollten. So. Fangen wir mit dem Höheren an und springen dann rüber auf den anderen. Ah, ich wollte ja noch die Axt hier kaputt machen, genau. Dann hätten wir den Platz auch nochmal frei. Boah, ich weiß nicht, was ich mittlerweile machen würde, wenn ich keine Rucksäcke hätte. Das wäre, glaube ich, sehr chaotisch bei mir. Ich alter Minecraft-Messi. Man will aber auch wirklich nichts wegwerfen. Ich meine, die Baumaterialien wird man sowieso irgendwann nochmal gebrauchen, weil man meistens ja ähnlich baut. Also nach ähnlichem Schema, beziehungsweise benutzt ähnliche Materialien. So, da wäre das Ding weg. Und aber auch so Sachen, die man findet, zum Beispiel die ganzen Schallplatten, die habe ich doppelt und dreifach. Aber ich würde sie halt nicht wegwerfen, weil man sie sonst nicht bekommt, ne? Ich glaube, ich muss mir irgendwo auf Dachböden einfach ganz viele Krimskramskisten machen, wo ich das wahllos reinwerfe. Dann habe ich einfach den Gedanken, ich hab's noch, aber es ist aus dem Weg. Und auf die Dachböden geht man ja sowieso nicht oft. Muss man sich dann noch keine Gedanken drum machen. So. Hier dann einfach direkt schön runterbuddeln. Ich glaube, das mache ich wirklich demnächst mal. Wir haben ja genug Dachböden, wo wir Platz haben. Auf dem einen wollte ich jetzt die Blumen erstmal unterbringen. Aber ich glaube, für die Blumen mache ich mir ein anständiges Lager. Auch mit Drawern. Da können wir ja die kleinen Vierer nehmen. Also die dünnen mit vier Fächern. Da braucht man ja nicht so viele. Also man hat sowieso nicht irgendwie 50 Stacks von einer Blumensorte. Außer halt von dem Lavender, den wir hier im Biom haben, aber da haben wir ja sowieso eine eigene Kiste für, die übrigens auch schon voll ist. Oh Mann.
Wir haben 32 Stacks von dem Scheiß. Was soll ich damit? Aber, ja. Für die normalen Pflanzen reichen die kleinen. Und da kann man dann nochmal gucken, weil die einzusortieren nach jeder Tour wird wahrscheinlich mehr als ätzend. Oh, ich habe sogar den falschen Baum genommen. Dann können wir jetzt einfach nochmal hochgehen und den anderen mit runternehmen. Was wollte ich erzählen? Genau. Wenn wir dann ein Blumenlager machen, können wir auf jeden Fall mal schauen wegen diesen Controllern von den Drawern, die zum Beispiel auch Gronkh da in seinem Ultralagerhaus benutzt hat, die das dann automatisch einsortieren. Ich glaube, für Blumen wäre das ganz cool, weil dann kannst du nach einer Reise einfach da deine Truhe aufmachen oder deinen Controller da ankloppen. Ich weiß ja leider nicht wirklich, wie die Dinger funktionieren, müsste ich mich auch erstmal reinlesen oder mal rumprobieren. Aber dann kann man die einfach da reinkloppen und dann muss man es nicht von Hand sortieren und immer die verschiedenen Sachen suchen. Ihr kennt das ja, wie das nach meinen Reisen aussieht. Das alles so einzusortieren in Drawer ist wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Und bei sowas kann man es dann definitiv benutzen. Beim Holzlager lohnt es sich jetzt nicht. Wir haben nicht so viele verschiedene Holzsorten in dem Spiel jetzt. Das ist also noch halbwegs übersichtlich, aber bei den Blumen hört es dann doch auf. Vor allem bei den Blumen kann man halt auch die kleinen Vierer nehmen. Da hat man halt nicht so viel. Beim Holz kann das doch mal anders sein. Unter Umständen. Je nachdem, ob man es viel benutzt oder nicht. Aber man schaue sich zum Beispiel unsere heilige Eiche an, ne? Da haben wir auch ein bisschen was von. Da würde so ein kleines Ding nicht reichen. Ich glaube, da passt 4 Stacks rein oder so. Und wir hatten, wie viel? 20? Das hätte auf jeden Fall nicht funktioniert. So, ich hasse es immer hier hochzuspringen. Entweder knallt mal irgendwo gegen oder fällt runter. So. Von hier müsste ich reinkommen, genau. Wunderbar. So, hoch und dann geht's so runter. Dann sollten wir zumindest, ouch, für die Schmiede nochmal genug Holz haben. Das waren jetzt 3 recht große Bäume. Und wir haben, ja, über 4 Stacks, das kriegen wir hin. So, gut. Aber ich habe wieder überzogen. Na toll. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.